Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratto, beim Clan True Warriors. Ja, Clashmash so ein bisschen. Warum eigentlich Clashmash? Ich habe lange überlegt, wie kannst du eigentlich eine Folge rüberbringen, wo du mal so ein bisschen Clash of Clans zeigen willst? Ja, was will ich euch eigentlich zeigen? Wir haben ja die Clanspiele. Fangen wir einfach mal bei den Spielen an. Wir haben die Clanspiele hier abgeschlossen. Ihr seht das hier. Wir haben auch alle 4 Erfolge abgeholt. Und ich muss sagen, eigentlich bin ich gut begeistert. Also, A, haben mir die Spiele gut gefallen. Denn es war ein bisschen was Knackiges dabei, also alle Sachen, die ja so eine Stunde liefen, die waren ja schon so ein bisschen so, da musst du schon ein bisschen Gas geben oder du machst sie halt im Boost. Andere waren natürlich relativ einfach, aber man hat dann auch weniger Punkte dafür bekommen. Und ich finde es wirklich, wirklich gut. Also diese Items hier, ich habe sie erst ein bisschen verkannt, habe gedacht, naja, hast du jetzt so ein Item, aber alleine dieses Item hier ist schon nett. Ist schon nett für mich als angehenden in RAL war, also ich bin zwar RA11, aber ich habe natürlich erst 2 oder 3 Truppen, noch nicht mal 3 Truppen auf Max Level. Und hier mal so eine Stunde lang Max Truppen zu haben, das ist richtig krass. Also, ne? Schöne Max Drachen, bisschen Clankrieg. Also wirklich, wirklich gut hier und man kann ihn auch verkaufen. Wer es noch nicht probiert hat, kostet, beziehungsweise man bekommt 25 Gems. Ist eigentlich auch in Ordnung. Das ist dann natürlich für die, die dann einfach schon alles haben und ihr Labor halt jetzt nicht auf. Also sie brauchen dort keine Truppe mehr auf Max Level. Höher geht's halt nicht. Die verkaufen die Tränke. Oder aber was haben wir hier? Diesen Trank. A Haste Bale into a Potions Magical Elixir can greatly boost your Resource Collector für einen Tag. Also einfach mal per Pulle hier und nicht per Gems. Finde ich auch sehr, sehr gut. Jetzt müsste man das mal umrechnen, was das in Gems kostet. Es müsste, glaube ich, etwas teurer sein. Hier steht leider noch keine Zeit bei. Den teste ich aber heute mal. Training Potion. This energetic elixir boosts your army production. Increasing efficiency of barracks, spell factories and hero regeneration works in home village. Also den werde ich gleich auch mal nehmen. Und weil da stand jetzt keine Zeitangabe bei, aber ich denke mal, es ist ein Stundenboost. Wer das noch nicht gesehen hat, ich blende euch das mal ein übrigens, wenn man diesen Trank hier nimmt, denn einer unserer Angreifer hat heute mal diesen Trank hier, also den mit dem Blitz, genommen, vorm Clankrieg-Angriff hat er mit angegriffen und dann sieht man das auch mal, wie das in der Leiste aussieht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass man den Trank hat. Das finde ich eigentlich nicht so schick. Na, hier gibt es nämlich Boost Troops und so ein bisschen den einen oder anderen hat's heute mal abgenervt, weil man ewig diesen Button da jetzt auch noch im Bild hat. Vielleicht überlegt sich Supercell den ja doch wieder auszublenden und man muss ihn dann doch von Hand nehmen. Ich meine, so ist er natürlich immer da und wenn du dann plötzlich einen guten Gegner hast und denkst, jetzt könnte ich mal hier so ein bisschen meine Truppen boosten, weil ich hab gerade so einen Lauf, ihr seht das ja, ich habe keinen Lauf hier. Ich cutte das auch gerade mal und dann sehen wir uns lieber beim netten Gegner wieder. Jo, endlich habe ich einen gefunden hier. Ich werde aber gleich nochmal was zu den Magical Items sagen, beziehungsweise überhaupt nochmal was zu den Clan-Spielen. Also ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, ob euch die Clan-Spiele zugesagt haben oder ob ihr das eher Schmuck am Nachthemd findet. Und so ein normales Grinding-System ist da viel, viel besser und macht viel, viel mehr Laune. Glaube ich aber an der Stelle nicht wirklich, denn es hat schon Spaß gemacht hier. Man sieht dann ja letztendlich auch so ein bisschen Aktivität im Clan. Und ihr seht das hier oben, es gab auch schon Geschenke für diese Base. Ich denke mal, ist er ein Inaktiver. Der hat nämlich schon mal die ein oder andere, den ein oder anderen Santa-Spell gesehen hier. So, jetzt muss ich aber hier mal in die Base reinkommen. Mit meinen Kobolden bin ich im Moment unterwegs. Und um mir einfach so ein bisschen was wegzusnacken hier. Von dem Gold und Silber auch viel hat er. Von dem Gold und Elex. Viel hat er nicht mehr. Okay, das war jetzt schon mal sein Elex. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wo hat er denn eigentlich das letzte Elex-Lager? Ach nee, das letzte Goldlager. Das schlummert noch. Hier unten. Das ist gut. Das ist gut postiert hier. Da brauche ich meine Helden gar nicht einsetzen. Oder vielleicht doch einen Helden. Mal gucken. Ein bisschen Dunkles hat er ja auch noch für uns. Das ist da hinten. Okay, mal sehen, ob ich die da... Na, kriege ich die da mal hin? Ja, jetzt kriege ich sie da hin. Super. Und kriege ich die vielleicht auch noch nach da hinein? Kriege ich nicht.
Aber das lasse ich mir nicht entgehen. Ach doch, die laufen ja doch noch hin. Ah, super. Dann ist er auf Null hier. Ja, so macht das Farm natürlich Spaß. Gerade mit der Kobi-Armee hier. Absolut öcki. Und ihr seht das, 8,6 Millionen habe ich schon wieder reingefarmt. Und ich nehme auch an Spells nur einen Wutzauber mit. Den Rest gönne ich mir auch mal zum Nachbauen. Immer mal die Skelettzauber, denn die kosten mich Dunkles. Dunkles brauche ich im Moment nicht. Und dann komme ich auch noch mal sofort auf die Clanspiele zu sprechen. Heute hat übrigens ein Zuschauer, ich gucke mal gerade, wer es war, den kann ich ja auch mal benamsen. Der Dennis Berg hat gefragt, warum spielt das jeder auf Englisch, wenn man es doch auf Deutsch viel einfacher lesen kann? Ja, du hast ja eben gehört, ich kann sogar Englisch lesen und auch es deuten. Also das Englisch, was glaube ich Supercell spricht, das ist noch relativ gut verständlich. Und fast jeder YouTuber macht das, ja. Ich kann dir das sagen, vielleicht habt ihr noch nie auf Englisch gestellt. Ich habe es ja schon oft genug erwähnt und auch mal immer mal wieder in den Streams erwähnt. Wenn man hier also reingeht, dann sind die Updates bzw. die Infos sind ganz, ganz anders. Die News, das sind natürlich die englischen News, also hier nochmal zusammengefasst quasi das Update. Dann hat man natürlich auch hier so ein paar Sachen, die kennt ihr aus dem deutschen Clan gar nicht. Ja, Clan Games, hier gibt es ein schönes Tutorial-Video verlinkt. Dann gibt es die Clan Gifts, sind available, also vor 2 Tagen, wenn man hier dann reinklickt. Dann The Season of Giving. Clan gibt es auch weg, also ihr könnt eure Clan-Mates, hatte ich ja auch schon zu Aufruf gerufen, mal wieder mit Geschenken und Get Ready Chief, New, das kennt ihr aus dem deutschen Clan auch nicht. Also the next Clan Games are coming, deswegen, sie bauen die Clan Games also noch ein bisschen aus. Ihr habt das ja gesehen, man konnte eigentlich nur 500 Punkte machen. In 2 Tagen, jetzt kann man 2000 Punkte machen, beziehungsweise das ist das Tageslimit, wird das wahrscheinlich sein, für 4 Tage. Also die nächste Challenge läuft 4 Tage und geht dann bis Tier, so nennt man das, das ist nicht Tier, sondern eigentlich nennt man das Tier, bis Tier 6 oder 6, unlocks at 30,000 Points. Und das ist natürlich sehr, sehr nice und da knabbert man auch lange dran, das glaubt man nicht. Jetzt werden natürlich einige sagen, naja, für so einen vollen Clan, 50er Clan, wenn da 30, 40 Mann mitmachen, dann hast du die 30.000 in 2 Stunden fertig. Nein, hat man natürlich nicht, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ja die Clan Games macht, dann bekommt ihr ja Aufgaben zwischen 180 und 40, glaube ich, waren das kleinste. Und irgendwann sind die 180er natürlich weg. Dann machst du die 40er und überlegt mal, wenn auf 2000 pro Tag zu kommen, ist dann schon sportlich. Das kann ich euch sagen. Aber ich wollte ja hier jetzt einmal ein magisches Item nehmen. Dann machen wir das auch. Welchen wollten wir denn schlucken hier? Ne, den wollte ich nicht schlucken. Ich wollte... great your boost. And, ja, eigentlich ist er doof, ne? Aber ihr seht das ja. Oh, meine Kollektoren laufen gar nicht im Moment. Das will ich aber auch nicht machen. Diesen wollten wir nehmen. Den wollten wir nehmen. Hier, den usen wir mal ein. Und wie lange geht das, bitteschön? Hallo? 1 Stunde. Okay, 1 Stunde lang haben wir jetzt einen Boost auf. Haben wir Boost auf alles hier? Ne, haben wir noch gar nicht, ne? Ah doch, wir haben Boost auf alles. Ja, perfekt. Wunderbar. Also genauso habe ich es mir vorgestellt. Tolles Item hier. Und dann kann ich auch, ich kann sowieso gleich wieder loslegen. Jetzt sind wir ja auch im Boost, also richtig krasse Sache. Das freut mich natürlich. Und einfach mal live ausprobiert. Also falls jemand Berührungsängste hat, was diese Tränke angeht, nehmt ihn ruhig. Sie sind wirklich, wirklich gut. Und ich mache natürlich wieder einen Cut, weil es leider wieder nicht länger dauert. Ja, super. Den haben wir mitgenommen hier. Und ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich ein bisschen mit euch farme. Das ist ein bisschen so Stream-like. Und da farme ich ja auch ab und zu mal, wenn ich es denn nicht vergesse. Wir haben zwar hier auch wieder Clankick gespielt, haben leider wieder verloren, haben den Sieg eigentlich hätte man in der Tasche gehabt. Ist uns nicht gelungen, zeige ich mal vielleicht an anderer Stelle, vielleicht am Wochenende im Stream. Also morgen kommt ja noch ein Stream von mir am Samstag und da will ich euch sicherlich den einen oder anderen Angriff zeigen, deswegen spare ich mir einfach mal ein Video, denn ich kann ja auch nicht jeden CK zeigen, den wir spielen, denn am Sonntag sollt ihr auch ein bisschen von TW2 mal wieder sehen, denn ich hatte ja die Tage gesagt, nein, ich drehe kein Video von euch, klar drehe ich auch wieder ein Video von TW2 und wir gehen glaube ich hier mal mit unserer Masse rein, ach, das ist jetzt ein bisschen doof, da am Bombenturm, der muss jetzt kurz mal werfen, dass ich hier irgendwo meine vielen Maulbrecher jetzt reinkriege
Und mal sehen, die müssen jetzt eigentlich ein bisschen nach gerade laufen da. Ach ja, okay, das machen sie auch. Ich muss sie immer so ein bisschen schief setzen. Also nicht schief, CHIEF, sondern schief, unser deutsches schief. Und dass die hier, schaffen die das Lager? Ja, das Lager haben sie geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Und das Lager schaffen sie auch, das ist auch super. Dann nehmen wir das dunkle Lager hier ruhig mit. Mit den anderen Truppen, das macht nichts. Und dann ist der relativ stark auf Null. Irgendwo war da jetzt noch ein Lager. Ach, da war das Goldlager. Alles nicht so tragisch. Wir haben gleich, ja, wir haben ja schon wieder eine gute Truppe am Mann. Jetzt habe ich natürlich immer Sorge, dass ich ein wenig zu viel, na, ich habe es mir gedacht. Ich habe nämlich gar keine Mauerbrecher hin dabei. Und ja, ich hatte ja gesagt, Clashmass, so ein bisschen von allem. Ist ja auch mal nicht schlecht. Also springen wir ruhig mal ins Nachtdorf, denn, haha, ihr seht das, tada, Toto hat seinen Höchststand erreicht. 3.290, denn ich habe gestern im Internet eine Base gefunden. Da habe ich nur die ein oder andere Defense so ein bisschen umgebaut, anders gebaut. Und ihr seht das, ich kann auch schon wieder forschen, aber ich sammle jetzt erstmal. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich forsche jetzt. Ich habe also alles jetzt erstmal fertig. Und ihr seht das hier in meinem Attack-Log, sieht eigentlich gut aus. Und die Base ist so ein bisschen darauf, oder zielt so ein bisschen darauf, dass man sich natürlich das Rathaus holt. Und ihr seht das hier, 29%, das war das Rathaus, 27%, das war das Rathaus. Und ich habe immer einfach ein bisschen mehr gemacht. Und ich habe aber auch schon mal verloren. Da hat mich nämlich einer mit einem Stern gemacht und ich nur 48 und keinen. Das ist natürlich nicht so gut, aber trotzdem muss ich sagen, ich bin begeistert. Ich bin begeistert nicht vom Nachtdorf, sondern eher von dem Design und von der Mache. Also ist schon so ein bisschen so Anti-Two-Star-Base. Mal gucken, wie wir die hier machen. Eigentlich ist das hier auch eine coole Base für eine Mauerbrecher-Party mit den Barbaren. Mittlerweile bin ich da auch gar nicht mehr so zickig, was diese Truppe angeht. Und dann lenken wir die erstmal ab. Hier ziehen wir mal den Dicken rein. Und ich hoffe mal, dass hier jetzt nicht irgendwo eine so eine versteckte Bombe liegt, die ich jetzt nicht gesehen hätte. Aber hier liegt schon mal so ein bisschen was meine eine Kanone da reinfeuert. Ah, und jetzt auch noch der eine Riese da. Okay, das ist nicht so schlimm. Mal sehen, wie meine Dream Machine hier durchgeht. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Ich mache euch das mal ein bisschen größer, mal wieder vergessen. Oh, und fast vergessen, sie zu zünden. Ja, aber meine Hexen sind noch ganz gut dabei. Wie gesagt, ich weiß im Moment noch nicht, was jetzt am sinnvollsten ist, überhaupt weiter zu leveln. Ob es die Nachthexen sind oder ich vielleicht doch die Barbaren-Riesenbande erstmal nehme. Ist ja alles nicht schlecht. Ist alles nicht schlecht. Mittlerweile komme ich auch mit allem ganz gut zugange. Und das werden natürlich hier prozentual keine 50%. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich mal so sagen. Aber ich habe ja noch Hoffnung, dass der Gegner noch weniger Prozente bei mir holt, denn er ist noch am Attacken. Ich sage ja manchmal, eigentlich ist 43 kein Stern zu schwach. Denn ein Stern holst du bei meiner Base und das wird der Gegner auch gemacht haben. Denke ich mal. Nein, hat er noch nicht, aber guck mal, was er noch hat. Aber der geht natürlich klar auf 3 Sterne. Und mal sehen. 32%, gucken wir mal. Die Zeit nehmen wir uns einfach heute mal. Auch im Nachtdorf, ich hasse das zwar mit den Schleichschützen, aber wenn er meint, er muss das so machen, dann, jetzt kommt er von hinten mit den Hexen. Okay, die könnten sich natürlich das RH holen. Müssen wir mal schauen. Die Kampfmaschine geht auch noch gut durch, aber er hat ja jetzt schon mehr. Er hat ja jetzt schon mehr, also den haben wir in jedem Fall verloren. Aber trotzdem ist nicht so schlimm. Ich behalte immer noch meinen Wohlstand. Ich will erstmal so ein bisschen über 3000 hier bleiben. Und dann ist das für mich absolut in Ordnung. Kleinen Warden-Status gibt es natürlich auch. In einem Tag 9 Stunden ist man Warden auf 12. Und da bleibt er auch erstmal, denn ich will die Clankriege jetzt mitspielen. Bei den True Warriors hier. Und Boost All. Ach so. Ach, den kann ich damit ja auch boosten. Ja, will ich aber nicht. Die Helden sind natürlich jetzt nicht. Ach doch, die Helden sind ja auch von dem Boost betroffen. Vermutlich kann ich mir gleich 2 Stunden reinballern. Und brauche nicht mal lange suchen hier. Eieiei, das ist ja cool. Das ist ja cool, Leute. Ich hoffe, es stört euch wirklich nicht, dass ich ein bisschen mit euch farme. Denn das ist echt cool. Man kommt zwar an einiges etwas schlechter dran. Da muss ich ein bisschen mit meinen Mauerbrechern hier mal arbeiten. Aber wenn wir ein bisschen Elex mitnehmen hier, dann ist das in Ordnung. Dann kann ich hoffentlich gleich mein drittes Lager anstoßen. Das wäre nämlich sehr, sehr schick. Und dann habe ich auch schon, dann habe ich 3 Bobs Langzeit beschäftigt, die mir nämlich so ein bisschen die Lager ausbauen, denn das ist, glaube ich, bei einem R-Rathaus 11 ist das im Moment Prio, die Lager zu machen. So, 53 davon, da hat ein Dickenbohrer stehen. Wir gucken mal, da hat er ein bisschen mehr Gold. Wir gehen hier jetzt mal mit der ganzen Meute hier ruhig rein. Das ist jetzt mal nicht so schlimm. Wir nehmen die Mauerbrecher mal hier.
und einen da. Da müssen die jetzt erstmal ein bisschen klopfen. Nehmen wir mal die Helden hier mit rein. Und ihr seht das hier, ich habe ja auch die Skelettzauber am Start. Die sind echt nicht schlecht, wenn ich nicht gerade so einen Magierturm da irgendwo stehen habe, der mir natürlich alle ewig wegmacht. Also so schnell spawnen dann die Skelette auch nicht nach. Aber ihr seht das hier ganz easy mit den Kobolden gemacht. Und mal gucken, wie weit die sich das jetzt durchsnacken. Ja, kriegen wir denn da noch was? 28%. Ist ein bisschen wenig, aber ich bin ja nicht zum Pokale machen hier. Das Lager nehmen wir in jedem Fall noch mit, das Elex-Lager da. Jawohl. Und ja, ich denke, dann haben wir auch nichts mehr. Ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen Gold mitnehmen, aber ich kann es einfach mal machen. Also der ist schon nett hier. Der Skelettzauber, gerade mal für so eine Mine, wo jetzt nicht unbedingt Magierturm drauf schießt. Leider schießt er jetzt gerade ein Magierturm drauf. Dann holen wir uns hier einfach mal die 50%. Da kriegen wir ein bisschen Mini-Bonus, den wir mal einfach mitnehmen. Und kann man ja auch mal machen. Mache ich viel zu selten dann. So, das war's hier. Also 50.000 habe ich ihm noch gelassen. Ihr seht das hier, schnelle Runden. Und das ist eigentlich das, was ich hier relativ weit am Tag mache. Habe ich noch einen. Okay, oh, jetzt habe ich da zwei von den Zaubern. Ich wollte aber nur einen von denen haben. Und wir trainen die einfach nochmal quickie hier nach. Ja, das sieht gut aus. Und deswegen würde ich sagen, wir nehmen jetzt in einem Bauarbeiter, ja, 133.000 ist ja ein bisschen wenig jetzt, die wir gleich eine über haben. Treasury. Die brauche ich jetzt nicht leer machen. Ich habe 199.000 dunkles. Ja, vielleicht gönne ich mir in einen Tag, 9 Stunden nochmal einen kleinen Level Queen. Mal gucken. Aber was ich ja immer mit den verbleibenden Bob mache, ich mache Mauern. So, da haben wir das Gold schon mal ausgegeben. Und dann nehmen wir uns den letzten Bauarbeiter. Wo ist er? Da ist er. Und hauen hier das dritte Armeelager an. Also einen Tag, 9 Stunden oder ich games hier den Warden. Dann habe ich den nächsten Bauarbeiter frei. So lange werde ich jetzt auch brauchen, um das Ganze hier wieder nachzufarmen. Ja, ist absolut in Ordnung. Und ich denke, so kann ich hier auf jeden Fall weiterleben. Wir suchen im Moment noch nicht, weil wir, glaube ich, noch nicht genug sind. Aber ihr seht das hier, 37, 37. Glückwunsch schon mal an die Dark Lords. Das ist nämlich ein deutscher Clan. Für diesen knappen Sieg, für den spannenden CK auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Einige rasten hier komischerweise jetzt total geradeaus. Ach Gott, hier nicht. Ich will gar nicht drüber reden. Verlassen den Clan und machen dies und machen das. Ich hoffe, die Folge, diese Farmfolge hier mit ein bisschen Info, habe ich was vergessen. Ich habe Nachtdorf, ich habe ein bisschen gefarmt. Ich habe den CK immerhin angesprochen. Magical Items, morgen gehen die neuen Clan-Spiele los. Also wenn ihr das Video seht, sind sie, glaube ich, schon am Laufen, oder? Können wir gerade mal gucken. Ja, da laufen sie schon und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Denkt dran, am Samstag streame ich ein bisschen mit euch. Vielleicht habt ihr noch Lust, ein bisschen so die Vorweihnachtsfreude mit mir so ein bisschen sacken zu lassen. Und dann können wir ein bisschen schnacken, ein bisschen clashen. Ich freue mich in jedem Fall auf euch. Bleibt also dran. Bis dahin, euer Toto. Clasht.